Anfang die organisatorischen Dinge, kein Alkohol, brauche ich nicht mehr sagen, keine Glasflaschen, nichts, was splittern kann, keine Hunde außer Blindenhunden. Die Fahnenstangen können heute 20 Meter lang sein, spielt keine Rolle. Also hoch mit den Fahnen. Vielen Dank. Super. Bevor ich anfange, haben wir noch einen Gast aus der Schweiz, der Ignaz. Ihr kennt den, der hat schon mal bei uns gesprochen. Der muss zurück zum Flieger. Deswegen übergebe ich jetzt direkt das Mikro erstmal an Ignaz. Begrüßt ihn mit einem kräftigen Applaus. Hallo Dresden! Servus! Ich halte heute keine lange Rede. Ich möchte Tatjana Festering und Pegida euch allen viel Glück wünschen am 7. Juni für die Oberbürgermeisterwahl in Dresden. Viel Kraft, wir sind bei euch. Und dass es sich lohnt zu kämpfen, das habt ihr gestern gesehen in Österreich. Unsere österreichischen Brüder und Schwestern bei der Freiheitlichen Partei Österreich. Unsere Freunde von der FPÖ Burgenland plus 6% mit Johann Schürz. Beste Grüße ins Burgenland. Die FPÖ Steiermark plus 17% und das ist die Richtung, in die wir in Europa gehen. Herzlichen Dank, Tatjana Festering. Viel Erfolg Dresden, alles Gute. Ignaz, das war ganz kurz und prägnant. Er hat alles gesagt, was in der Richtung zu sagen war. Auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch an Hans-Christian Strache nach Österreich. Sensationell, erdrutschartig. Ich glaube, in einem Bundesland sogar stellen die den Landeshauptmann. Bin ich aber nicht ganz sicher, ob es am Ende nun gereicht hat. Auf jeden Fall gleich auf mit den alten Verbrechern. Gut ab. Tja, Freunde, es ist Wahlwoche. Wir sind in der heißen Phase. In den letzten zwei Wochen haben wir fleißig gearbeitet, Großbanner aufgehangen, die Wahlmobile sind täglich auf Dresden Straßen präsent, wir haben tausende Plakate aufgehangen, hunderttausende Flyer verteilt und wenn ich hier sage wir, dann meine ich jeden einzelnen Helfer, Unterstützer und Sponsor und auch euch, ihr habt nämlich auch mitgeholfen. Vielen Dank vom Team dafür, alles für Tatjana, Tatjana für Dresden kann ich nur sagen. Aber das soll es natürlich noch nicht gewesen sein. Wir werden diese Woche zum Endspurt nochmal richtig Gas geben und weitere Plakate, weitere Großbanner und Flyer über die ganze Stadt verteilen, um jeden einzelnen Haushalt zu erreichen. Hinzu kommen noch ein paar wirksame Aktionen und Auftritte, welche sicherlich, also wir gehen davon aus, dass sie die Geschichte des Wahlkampfs neu schreiben werden. Wir geben rechtzeitig über die Internetseite und die Facebook-Seite über diese Aktion diese Woche Bescheid, aber aus Sicherheitsgründen können wir es heute noch nie verkünden. Das geht einfach nie. Ihr wisst, wegen welchen Leuten wir das noch nicht bekannt geben können. Glaubt mir, die Medien werden uns nicht ignorieren können mit diesen Aktionen. Welch schöne Überleitung eigentlich schon wieder. Medien. Ich könnte diese Woche wieder vom Leder ziehen über die Schmierfinken, aber wisst ihr was, ich lasse es einfach. Sie sind es nicht wert. Lasst uns über schöne Dinge reden. Lasst uns lieber über schöne Dinge reden. Gut, die Überleitung ging jetzt ein bisschen zu den schönen Dingen in die Hose, weil ich eigentlich was über die Frau Stange sagen wollte. Egal, auf jeden Fall in Bezug auf Frau Stange ist positiv zu erwähnen, dass diese ihre biedere Maske mittlerweile hat fallen lassen und schon mal erste Eindrücke in ihr Demokratieverständnis und das ihrer Unterstützerparteien von pädophilen Grünen über Scharia-Partei bis hin zum Stasi-Verein der Linken gewährt hat. Die hässliche Fratze des Linksfaschismus kam da hervor, indem Stange offen zugab,
sollte sie gewählt werden gegen friedliche Spaziergänger von Pegida und somit gegen die Demonstrationsfreiheit vorzugehen. Sie sagte, das wäre genau einer der Gründe für ihre Kandidatur. Auch eine Zusammenarbeit mit gewaltbereiten antidemokratischen Kräften wie Dresden Nazifrei, welche bekanntermaßen auch nicht vor Straftaten zurückschrecken, um das Demonstrationsrecht einzuschränken, zieht diese Person in Betracht. Das muss man sich mal überlegen. Und trotzdem muss ich sagen, am Ende des Tages ist es positiv, dieses Verhalten, denn es öffnet den denkenden Bürgern dieser Stadt die Augen, was zu erwarten ist von Rot-Rot-Grün. Deswegen mein Dank heute an Frau Stange und Spießgesellen. Gut, die anderen vier Kandidaten bekleckern sich zum Glück auch nicht mit Ruhm. So könnte man fast sagen, dass vier Schlappschwänze um die Stange tanzen, anstatt ihr mal energisch Paroli zu bieten. Und ich kann mir weiß Gott bessere Stangentänze vorstellen. Aber anstatt mit klaren Aussagen zu versuchen, die Roten zu demaskieren, tingelt der eine durch Altenheime, der andere taucht nur auf, um Fragen offen zu lassen, wenn man sie stellt. Und vom dritten Völkischen hört man eigentlich gar nichts. Der vierte scheidet zwar mit Gratis-Schnaps und zwar derben und ekligen, aber immerhin aufsehenerregenden Plakaten noch relativ gut ab. Aber dort mangelt es eben an Inhalten. Leider. Ihr seht, man kann es in unserer Stadt durchaus übertreiben mit Wahlkampf. Wenn man das sieht, dass irgendwelche Scheißhaufen da am Hauptbahnhof hängen und so. Also ich fand es nie so besonders toll. Aber es hat Aufsehen erregt und darum geht es doch. Über diese Leute wird gesprochen und deswegen auch unsere etwas, teilweise oder meine persönliche, das ist meine Art, einfach gerade raus zu sagen. Und ich sage es eben gerade raus, ich finde es furchtbar, was die anderen anstellen und für mich gibt es nur eine Alternative für Dresden und die heißt Tatjana Festerling. Fazit Wahlkampf, es läuft gut für uns, die steigenden Umfragewerte für Tatjana treiben den anderen die Schweiß auf die Stirn. Haltet mich für verrückt, aber ich glaube mittlerweile, dass es dank der Unfähigkeit der anderen Aspiranten an der Zeit ist, ein neues Motto auszurufen. Unser neues Motto für den ersten Wahlgang heißt somit Tatjana vor die Männer wählen. Und im zweiten Wahlgang wird unser Motto sein, Stange putzen, Rot-Rot-Grün verhindern. Um genau diese Ziele zu erreichen, müssen wir jetzt alle an einem Strang ziehen. Wir sind zwar auf dem richtigen Weg und wenn ich es wiederholen darf, Dresden zeigt abermals, wie es geht. Jeder von uns ist nochmals gefordert, um die größte Wählergruppe, die Nichtwähler, in die Wahllokale zu bekommen und denen wieder eine Stimme zu verschaffen. Und zwar die Stimme für Tatjana. Auf die Medien können wir uns da nicht verlassen und das wollen wir auch gar nicht erst. Wir müssen also wieder neue Wege gehen und daher haben wir zigtausend Postkarten hier drucken lassen. Wunderschöne Postkarten. Auf der Rückseite sind die eigentlich schon beschriftet soweit. Also solltet ihr irgendwelche Nichtwähler kennen, nach der Veranstaltung, hinterm Fahrzeug könnt ihr euch die abholen, frankieren, Adresse drauf, schicken, wählen gehen. Jede Stimme, die nicht geht, also jeder Wähler, der nicht geht, stimmt für Rot-Rot-Grün. Und das muss verhindert werden in dieser Stadt. Und da haben wir auch schon die perfekte Überleitung eigentlich. Und zwar zu unserer ersten Gastrednerin. Was heißt Gastrednerin? Zur ersten Heimrednerin. Das ist ja ein Heimspiel mittlerweile für Tatjana. Begrüßt mit mir unsere Kandidatin für die OB-Wahl, Tatjana Festerling. Dass die Karten in Dresden neu gemischt werden. Diese Oberbürgermeisterwahl ist ein Volksentscheid, der ein Signal ins ganze Land senden kann.
Und damit Deutschland aufwacht, und zwar aufwacht aus seiner Lethargie der Stumpfsinnigkeit. Wir wollen Argumente diskutieren und nicht länger unter dem Gesinnungsterror einer Politkaste und ihrer willfährigen Helfer in den Redaktionsstuben schweigen müssen. Und das wissen auch unsere Gegner, zum Beispiel Frau Stange. Stange hat im Namen ihres rot-rot-grünen Wahlbündnis Pegida und wohl auch mir den Kampf angesagt. Den kann sie kriegen. Ich sage euch, sie wird am 7. Juni nicht als Sieger vom Platz gehen. Sie tritt als Oberbürgermeisterin an zur Wahl, um eine härtere Gangart gegen Pegida zu fahren. Im neuen Deutschland, vermutlich ihrer Hauspostille, behauptet Stange, Pegida zeige offenen Rassismus. Was für eine unverschämte Unterstellung und Lüge! Sie kündigt an, beim Kampf gegen Pegida auch mit Linksextremisten zusammenarbeiten zu wollen. Schön, dass wir das jetzt schon wissen. Eine OB-Stange reiht sich also ein in die rot-rot-grüne anti-deutsche Einheitsfront von Dummköpfen und Faschisten. Hört die Signale, liebe Dresdner. Diese Frau will ernsthaft mit linksextremen Steinewerfern und Demolierern zusammenarbeiten, um den Menschen im eigenen Land ihr Grundrecht auf Demonstration und freie Meinungsäußerung zu nehmen. Tausenden von Bürgern Rassismus zu unterstellen, ist nichts anderes als agitative Volksverhetzung. Wird Stange eigentlich vom Verfassungsschutz beobachtet? Frau Stange war langjähriges SED-Mitglied. Ihre Familie ist 1958 sogar vom Westen in die DDR gezogen. Und nun ruft sie auf, mit linksradikalen, verfassungsfeindlichen Organisationen zu paktieren. Wer sich so gegen die eigenen Bürger positioniert, will nicht einigen, wie sie es in täuschender Weise auf ihren Wahlplakaten sagt. Nein, so jemand hat selber eine linksradikale Weltanschauung und will die Gräben noch tiefer ziehen, die Menschen noch mehr spalten. Und selbst die treuen SPD-Wähler, also die echten Sozialdemokraten, müssen doch verzweifeln, wenn sie sehen, was der elende Rest der SED aus ihrer Partei gemacht hat. Die SPD hüllt sogar das Streikrecht aus, wenn sie partout kleine Gewerkschaften niederzwingt. Ausgerechnet die SPD. Diese Partei macht schon lange keine Politik mehr für Arbeitnehmer, sondern nur noch für die eigenen Funktionäre und neuerdings für ins Land strömende Migranten aller Herren Länder, egal ob die legal oder illegal hierher kommen. Ich wiederhole mich, Stange wäre der Horror für Dresden. Dirk Hilbert empfiehlt sich ebenfalls für das Amt des Oberbürgermeisters. Fürs Wahlplakat krempelt er die Ärmel hoch und signalisiert anpacken. Ja, da fragen wir uns doch, warum er erst jetzt damit anfangen will. Er ist doch schon lange genug dabei. Er war immerhin 7 Jahre lang der Wirtschaftsbürgermeister von Dresden. Und warum jetzt erst handeln statt reden? Vermutlich hat die Amtszeit einfach nicht gereicht zum Handeln. Man darf ja wohl mal fragen, ob jemand, der als Wirtschaftsbürgermeister in 17 Aufsichtsräten saß, überhaupt noch Zeit für den eigentlichen Job hatte. Und ob er mit dieser Verstrickung in der Lage war, überhaupt unabhängig
Politik für die Bürger dieser Stadt zu machen. Seine Sprüche wie Dresden weiter voranbringen passen irgendwie auch nicht zur gleichzeitigen Verhinderung von 300 Arbeitsplätzen bei Globus. Und beim Spruch Vereinen statt Spalten frage ich mich, warum Hilbert eigentlich nie den Dialog mit Pegida, also mit den Menschen in dieser Stadt, gesucht hat. Hilberts Amtszeit als Bürgermeister für Wirtschaft hat sich das Dresdner Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner von 31.000 Euro in 2007 auf 28.694 Euro in 2012 herunterentwickelt. Plakatsprüche wie Wachstum statt Stillstand oder Wirtschaftsmotor für Dresden wirken da wie aus dem Phantasialand. Auch im Vergleich zu Leipzig und Chemnitz hat Dresden seine Rolle als dynamischer Vorreiter inzwischen eingebüßt. Dafür stellt sich Hilbert hinter eine Kampagne, die mit peinlichen Sprüchen über Chen und Ken versucht, eine bei den Dresdnern angeblich unterentwickelte Weltoffenheit herbeizuerziehen. Seine Vision einer vorbildhaft super integrierten Großstadt mit lauter bunten Menschen stimmt zu 100% überein mit dem üblichen Mainstream-Politikgerede. Und dabei versucht er auf die übliche, dummdreiste Politikerart den Dresdnern Sand in die Augen zu streuen. Nein, Herr Hilbert, die Dresdner sind weltoffen. Sie sind anderen Kulturen gegenüber aufgeschlossen. Sie sind gastfreundlich. Und an der Frauenkirche hört man alle Sprachen dieser Welt. Und vor allem sind die Dresdner nicht dumm. Wo sind denn Ali und Mohammed in ihrer tollen Weltoffenheitskampagne? Nein, Hilbert ist feige. Er weicht der überfälligen Asyldebatte aus und versteckt sich lieber hinter knallgelben Quatschpappen mit hohlen Sprüchen. Und Ulrich? Damit Dresden gewinnt. So. Wie das geht, zeigt ein Großplakat in der Nähe vom Bahnhof Mitte. Dort krabbelt der behelmte sächsische Innenminister eine Schmuddelwand hoch, abgesichert durch Seile. Das CDU-Marketing wollte ihn vermutlich in einem Kontext von Mut inszenieren. Nur mit herbeigeredetem Mut sind schon andere vor die Wand gelaufen. AfD, FDP, die gerade mit ihrem peinlichen German Mut scheitert. Für Charisma schickten die Politstrategen aus der CDU-Zentrale in Berlin dann aber doch lieber König Kurt vorbei, um irgendwie die letzte Großstadt Deutschlands für die CDU zu verteidigen. Ja, die CDU wird auch noch merken, Parteien haben fertig, und zwar zu Recht. Wer über Jahre die Sorgen, Nöte und Bedürfnisse der Bürger ignoriert, wer eine Klientelpolitik für eine ideologisierte Zielgruppe von Ignoranten und Gutmenschen macht, wer sich den dringenden Fragen dieser Zeit verweigert und stattdessen ein infames, totalitäres Geflecht aus Überwachung, Einschüchterung, Verunglimpfung und Meinungsdiktatur aufbaut, der landet irgendwann auf dem Müllhaufen der Geschichte. Und das zeigt, Gott sei Dank, unsere Geschichte. Das derzeitige Parteienmodell ist am Ende. Es sind aufgeblasene Organisationen mit aufgeblasenen Menschen darin, die völlig versagen und zu feige sind, die tatsächlichen Probleme anzugehen. Und sie sind Vortäuscher. Sie haben uns suggeriert, sie wüssten, was sie tun. Sie hätten Konzepte. Ja bitte, wo? Wer hat Ideen für nationale und globale Maßnahmen, die den Völkern in ihren Heimatländern und damit uns allen wirklich helfen?
Und welchen dieser Apparatschiks nehmen wir noch ernsthaft ab, wirklich fürs Volk da zu sein, dem Volk zu dienen? Nein, stattdessen basteln und sozial klempnern sie am neuen Menschen. Der eine Typ, neuer Mensch, wird zynisch mit Hartz IV abgespeist, mit billigem Fusel versorgt und vor den Blu-ray-Porno gepflanzt, in die Abhängigkeitsfalle reingezüchtet, aber sonst komplett im Stich gelassen. Und der andere Typ, neuer Mensch, ist der mit Familie. Jeden Tag ackern Vater und Mutter fleißig und kommen trotzdem kaum noch klar, weil Abgaben und Steuern ihnen die Taschen leeren. Und die stellen verwundert fest, wofür der Staat sonst so bereit ist, das Geld rauszuhauen. Das sind Ergebnisse eurer Politik. Und das in... In einem Land, in dem wir ständig Wirtschaftswachstum hören, die halbe Welt retten, aber unseren Arbeitnehmern eine Rentenkatastrophe bevorsteht. Wie ist sowas überhaupt möglich bei einer Politik zum Wohl des eigenen Volkes? Also faselt nicht was von Handeln statt Reden oder diese Ex-SEDlerin was von Einen oder Spalten. Ihr könnt kaum unglaubwürdiger werden, als ihr schon seid. Denn ihr tut alles. Denn ihr tut alles, um ja nicht dem anderen in die Augen schauen zu müssen. Eure Aufgabe ist es, zu handeln. Eine Gesellschaft zu ermöglichen. Freiräume zu schaffen, in denen Unternehmertum wieder Spaß macht. In denen Handwerksbetriebe und Mittelständler Arbeitsplätze schaffen und nicht austauschbare 400-Euro-Jobs und ein Heer von Praktikanten, mit denen ihr eure Statistik-Augenwischerei betreiben könnt. Und ausgerechnet die Pädophilie-Partei, die Grünen, maßt sich an... Ausgerechnet die Grünen maßen sich an, uns die neuen Moralmaßstäbe aufzuzwingen. Und weil sie das nicht mehr alleine können, brauchen sie die Sozialisten von den Linken und ihre Schergen in den Medien. Genug über andere gesprochen, kommen wir zu uns, zu Dresden. Ganz konkret, wie wirkt sich die ungeregelte und chaotische, völlig konzeptlose Asylflutung für Dresden in der Konsequenz aus? Was ist hier los in 5, in 10 Jahren? Was in 20 Jahren? Wie sehen die Antworten? Wie sehen die Konzepte für die Zukunft der Stadt Dresden aus? Wer bestimmt das eigentlich? Und inwieweit ist der Stadtrat überhaupt noch handlungsfähig, wenn ihm ein Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ständig von oben ungefragt Nachschub an neuen Asylbewerbern aufdrückt? Wie lässt sich unter solchen Voraussetzungen überhaupt noch langfristige und nachhaltige Politik planen und gestalten? Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich als OB alle rechtlichen Mittel ausschöpfen werde, diesem Weiter-so-Treiben ein Ende zu setzen. Ich werde den Parteien im Stadtrat all diese Fragen stellen und die Antworten einfordern und transparent machen. Und jeder dort vertretene Politiker, der sich angesichts dieser ernsten Lage von seinen parteiideologischen Scheuklappen löst, jeder, der bereit ist, endlich schonungslos ehrlich über die verkorkste Asylpolitik und die politischen Konsequenzen zu debattieren, jeder, der bereit ist,
dabei auch Experten außerhalb der GEZ-Talkshows zu akzeptieren. Und jeder, der sich befreit von den alles beherrschenden Denkverboten der Political Correctness, ist mir willkommen. Völlig egal, ob er von den Linken, den Grünen, der SPD, CDU, FDP oder AfD ist. Lagerdenken, Klientelpolitik und ideologisch limitiertes Denken können wir uns einfach nicht mehr leisten. Die Zeiger stehen längst auf der 12. Und wenn wir jetzt nicht schaffen, den Widerstandsgeist, die Tatkraft, den Aufbauwillen und den Selbsterhaltungstrieb unseres Volkes zu reaktivieren, ist es zu spät. Als völlig unabhängige, freie, nicht ins Dresdner Gemauschel verstrickte Oberbürgermeisterin will ich alles dafür tun, diese Lager zusammenzuführen und die politische Debatte konsequent und unerbittlich immer wieder auf Sachfragen zurückzuführen. Was wir brauchen, ist eine Renaissance unserer Kultur. Doch der Gegner ist wie eine Hydra. Ständig taucht ein neuer Kopf auf. Hier ein hetzender Journalist vom Tagesspiegel, dort eine angeblich von Pegida-Unterstützern angegriffene linken Politikerin. Und so geht das immer weiter. Statt sich auf das Wichtige zu konzentrieren, sind wir ständig damit beschäftigt, das bewusst produzierte Chaos in den Griff zu bekommen. Die unabhängigen Völker Europas können autark leben und vermutlich deshalb sollen sie unterjocht, ausgetauscht und umvolkt werden. Selbstverständlich sind die Gutmenschen sofort dabei, wenn gegen die Todesstrafe demonstriert wird. Die tödliche Vergiftung, mit der man die Völker Europas vernichten will, ist der Islam. Und dagegen demonstrieren diese Leute natürlich nicht. Dafür beschimpfen und bepöbeln sie uns. Und der Gipfel ist diese impertinente Ankündigung einer Ex-SED-Sozialistin, eine strenge Gangart gegenüber den Menschen einzuschlagen, die sich gegen ihre Vernichtung durch den Islam wenden. Über die Unverfrorenheit dieser Altkommunistin komme ich nicht hinweg. Ihr DDR-Bürger hattet die Schnauze voll von Ideologie und jetzt hocken wir gemeinsam in einer noch viel größeren Falle. Ideologie, Gesinnungsbombardement von allen Seiten. Wie oft hörte ich in den letzten Wochen von euch, für diese Scheiße sind wir 89 nicht auf die Straße gegangen und haben unser Leben riskiert. Genau so ist es. Und deshalb muss das Volk wieder selber entscheiden können, die Bürger maßgeblich an Politik beteiligt werden, durch Volksentscheide. Doch die Regierenden sind schon dabei. Wir sind das Volk! 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 Doch die Regierenden sind schon dabei, dem Volk auch dieses Mittel der direkten Demokratie zu nehmen. Die Gefahr ist ganz real. In Hamburg statuiert der Senat gerade in der Olympiafrage ein Exempel. Im Schweinsgalopp wollen die Parteien dort die Verfassung ändern, um Volksentscheide der Bürger durch eigene Referenden von oben auszuhebeln. Liebe Freunde, es geht bei dieser Wahl nicht nur um Dresden. Diese Wahl ist ein Lackmustest. Es geht bei dieser OB-Wahl darum, festzustellen, ob die Menschen, die Bürger, die Steuerzahler, die Mütter und Väter in Deutschland gegen die Kaste der neuen Feudalherren noch ein Zeichen setzen können oder nicht. Und das Risiko,
Das Risiko, mich zu wählen, ist doch minimal. Selbst wenn ich eine Pfeife wäre, was könnte ich denn dann schon kaputt machen? Doch die Chancen, die ihr Dresdner mit dieser Wahl habt, sind enorm groß. Wir können gemeinsam dieses Zeichen setzen. Und ich nehme diese Verantwortung, die ihr mir übertragen habt, sehr ernst. Und ich werde als eure Volksvertreterin mein Bestes geben. Und an die Ängstlichen, die Zögerer und Zauderer, die meinen, eine völlig freie Kandidatin ohne Parteikonzept könne man nicht wählen. Was haben wir denn zu verlieren? Wenn es schief geht, haben wir es wenigstens noch probiert. Aber dann ist es eh zu spät. Dann wird in den kommenden 7 Jahren Amtszeit der Sozialismus etabliert. Entweder im roten oder im liberaler Lackleidchen. Diese Wahl ist die Speerspitze für die Selbstermächtigung der deutschen Bürger. Unsere Feinde sitzen in den Parteien, dem Selbstversorger- und Postensystem. Alle haben was zu verlieren. Und deshalb halten nach der Wahl auch alle wieder zusammen. Denn wenn die so lupenreine Demokraten wären, wie sie tun, dann müssten sie sich ja über das erwachte Politikinteresse der Dresdner freuen. Unsere Gegner sind Scheinriesen. Von Weitem wirken sie monströs, wie unbezwingbar. Doch je näher wir kommen, je besser wir sie in Augenschein nehmen können, desto kleiner, desto winziger und lächerlicher werden sie. Alkoholiker in Brüssel und Berlin, grüne Männlein mit Zipfelmütze, Turnschuhen und Holzfällerhemd, unverschämt quakende Mädchen mit Dauerforderungen auf den Lippen, Kommunisten und Kinderficker in den Parteien. Und wenn wir sie unter die Lupe nehmen, kommen egoistische Motive, Feigheit und Selbstüberschätzung zum Vorschein. Sind das ernstzunehmende Gegner? August der Starke hätte sich vermutlich kaputt gelacht und mal kurz auf den Tisch gehauen. Nein, ich habe es schon oft gesagt. Wir haben den Anstand auf unserer Seite und die Kraft des Volkes ist ungebrochen, vor allem hier in Sachsen, in Dresden. Zerstört worden, aber euren Willen, eure Freiheitsliebe haben sie nicht brechen können. Ihr Dresdner habt eure Stadt wieder aufgebaut, dann haben euch die Kommunisten über 40 Jahre lang gequält, aber ihr habt euch nicht brechen lassen. Im Gegenteil, euer Freiheitswille hat zur Wende geführt. Raubritter aus dem Westen zogen übers Land und brachten euch einen neuen Sozialismus, der heute verkleidet im Deckmäntelchen der Ideologien daherkommt. Doch diese elenden 68er-Reste werden nicht gewinnen. Wenn ihr mich zur OB wählt, dann wird meine erste Amtshandlung eine interne Mitteilung an alle rund 6000 Beschäftigten der Stadt Dresden sein. Darin werde ich ausdrücklich begrüßen, wenn städtische Angestellte ihr demokratisches Grundrecht auf Versammlung und Demonstration wahrnehmen. Im Rahmen des Gesetzes natürlich. Und an öffentlichen Fahnenmasten hissen wir unsere Sachsen- und Deutschlandflaggen. Wohnungen, aber keine Posten für verdiente Politiker. Wir brauchen ordentliche Verkehrssysteme und keine Klientelinteressen parteipolitischer Zirkel. Wir brauchen
Und mit mir gibt es einen Kassensturz. Und wir werden mit den Dresdner Bürgern eine Prioritätenliste aufstellen, was wir uns leisten können und wollen und was als Luxus eben nicht geht. Und all das muss in Abstimmung mit den Menschen und den Bedürfnissen dieser Stadt geschehen und nicht in Hinterzimmern mit überraschenden Verkündigungen. Klüngel hat mit mir keine Chance. So, und jetzt möchte ich jedem Einzelnen von euch danken, dass ihr jeden Montag herkommt, dass ihr Plakate geklebt, aufgehängt und gepflegt habt, ja sogar nachts bewacht, wie das ein eingeschworenes Team an der Domäne am Bahnhof Mitte macht. Ich möchte euch danken für die Hunderttausende von Flyern, die ihr in Dresden verteilt. Mein Dank geht an unsere wunderbaren, treuen Ordner hier, die jeden Montag wieder für ein gutes und sicheres Gefühl sorgen. Und ansonsten das Tatjana-Mobil durch die Stadt bewegen. Danken möchte ich für die vielen, vielen Hände und Köpfe, die aktiv sind, im Vordergrund und im Hintergrund. Und natürlich den Menschen, die für wunderbare Wahlkampf-Abendveranstaltungen gesorgt haben. Nach jedem Treffen gingen wir alle viel hoffnungsvoller und ermutigter auseinander, als wir gekommen sind. Und mit der gebotenen Diskretion möchte ich mich bedanken für hochinteressante Hintergrundgespräche mit Menschen, die Einblick in die Zusammenhänge der Stadt haben. Und dann das Orga-Team. Die meisten von uns müssen nebenbei noch ihren Job stemmen. Was wir aber hier mit euch allen stemmen, ist gewaltig. Vielen Dank an das Orga-Team von Pegida, dass ich zu euch gehören darf. Es ist übrigens erbärmlich, dass bisher kein einziges Presseorgan diese Leistung auch nur annähernd gewürdigt hat. Einen sehr persönlichen Dank an euch alle möchte ich auch noch loswerden. Ich habe durch euch die Liebe zu den Menschen wiedergefunden. Die verliert man nämlich, wenn man unter Ignoranten und Feiglingen lebt. So, das war's von mir für heute. Nehmt euch reichlich Flyer und Postkarten mit, um in den letzten Tagen nochmal richtig Alarm zu machen. Und bitte motiviert jeden, dieses Mal zur Wahl zu gehen. Wir haben die Postkarten, die Lutz schon erwähnt hat. Bitte meldet euch auch noch zur Wahlbeobachtung hier bei uns am Wagen. Es fehlen noch ein paar Wahllokale. Ja, danke Dresden. Gemeinsam erobern wir uns die Stadt zurück und gemeinsam holen wir uns unser Land zurück. Und vor allem haltet Pegida die Treue. Ja, danke Tatjana. Wir sind ja gekommen, um zu bleiben. Und natürlich haben wir noch ein paar Gastredner heute da. Als allerersten möchte ich da unseren Horst nochmal auf die Bühne bitten. Ihr kennt ihn noch. Das letzte Mal haben wir alle gedacht, er fängt an mit Singen. Was er dann zum Glück nie gemacht hat. Aber gesummt hat er. Herzlich willkommen, Horst. Ein Riesenapplaus nochmal für dich. Hallo Dresden. Hallo. Ich soll heute hier reden, ich wusste es gar nicht. Nun, was will ich euch sagen? Im Dezember war es. Im Dezember habe ich im Internet geschaut und auf einmal
liefen da Menschen mit Fahnen durch die Straße und riefen, wir sind das Volk. Und da denke ich, Moment mal, das war doch irgendwann in den 80ern. Was ist das? Und dann habe ich mir das genau angeschaut, habe in Facebook nachgelesen und mir das genau angesehen und gedacht, das schaust du dir an. Bis zum heutigen Tage war ich fast jede Woche hier und habe somit an die 24.000 Kilometer zurückgelegt. Ich habe mir viele Reden angehört, habe manchmal selbst gesprochen. Und eins muss ich sagen, ich bin stolz auf euch. Ich bin stolz auf diese Stadt und ich bin stolz auf die Pegidianer, die jeden Montag bei Wind, Wetter, Kälte, Sonne auf die Straße gehen, um für eins zu kämpfen, für ihr eigenes Ich und dich. Ich war in Australien, habe mit Minenarbeitern da gesprochen und diese Minenarbeiter waren betrübt darüber, dass sie ihre Arbeitsplätze verloren haben. Das ist jetzt eher 5 Jahre. Ich bin in Kanada mittlerweile. Ich rede mit den Menschen da. Ich habe Freunde da, viele Freunde da. Und was haben die? Angst um ihre Arbeitsplätze. Überall auf der Welt hat man Angst um seine Arbeitsplätze. Die Lebensflüchtlinge sind unterwegs und leben von den sozialen Errungenschaften, die der Mensch sich erarbeitet hat durch seinen Fleiß, durch seine Leistungen in seinem Leben. Wir sind nicht allein. Wir müssen lernen, wieder aufrecht zu gehen. Wir müssen lernen, wieder Rückgrat zu zeigen und den Politiker zu zeigen, mit mir nicht mehr. Ich habe euch das so mal gesagt. Vor 20 Jahren haben wir in anderen Ländern ganze Städte aus dem Wüstenboden gestampft. Und heute sind wir noch nicht mal in der Lage, eine Oper oder einen Flughafen zu bauen. Wo sind unsere Fachkräfte geblieben, meine Freunde? Und wir dürfen uns nicht mehr gefallen lassen, dass der Rentner, der ein Leben lang gearbeitet hat, jetzt nicht 400 oder 500 oder 600 Euro bekommt. Nein! Der Rentner muss versorgt sein, so dass er an seinen Früchten, die er erarbeitet hat, auch wieder was hat. Ein durchschnittlicher Bürger muss sich auch einen Handwerker leisten können. Wir gehen 8 Stunden arbeiten, um eine Stunde für einen Handwerker zu bezahlen. Das ist doch Irrsinn, meine Freunde. Ich habe diese Pegida-Veranstaltungen alle verfolgt und ich bin stolz darauf. Ich habe keinen einzigen Rechtsradikalen unter euch gefunden. Ihr seid Menschen wie du und ich. Und wir wollen wieder lernen, aufrecht zu gehen, die Politiker wieder Stirn zu zeigen und nicht nur zur Kreuz machen. Und wenn jetzt am Sonntag, meine Freunde, wenn jetzt am Sonntag die Wahl ist, klar wählen wir Tatjana. Aber, und das ist das Allerwichtigste, ihr wählt endlich wieder euch selbst. Verkündet es. Geht zu eurem Nachbarn und sagt, geh wieder wählen. Da ist jemand, der möchte sich für euch einsetzen.
Und ich nehme der Tatjana das auch ab, dass sie sich einsetzen wird. Und sie hat eben gesagt, ich werde ein guter Volksvertreter sein. Dafür braucht sie auch ein Volk. Ein Volk mit Rückgrat, meine Freunde. Das wird oft tituliert, Pegida ist am Ende. Meine Freunde, Pegida ist nicht am Ende. Pegida ist erst am Anfang. Und wie ich schon anfangs sagte, ihr seid nicht allein. In Norwegen wurde eine Partei abgewählt, die 15 Jahre hervorragend gearbeitet hat. Das muss man sich vorstellen. Norwegen gehört zu den reichsten Ländern Europas, wenn nicht gar in der Welt. Die haben eine tolle Wirtschaftspolitik gemacht. Sie sind gescheitert an der Zuwanderung und an dem Ausbeuten des sozialen Systems. Danach folgt Schweden. Wart doch mal in Schweden, fahrt mal nach Malmö. Ich hoffe, ihr habt den Tank voll, ihr müsst direkt weiterfahren. Dänemark, Belgien, Holland, Norwegen, Frankreich, Italien, Spanien, alle diese Länder haben Pegidas, die heißen nur anders. Pegida wird auch nicht in Deutschland entschieden, Freunde. Pegida wird in Europa entschieden. Und in den nächsten 2-3 Jahren wird sich das zeigen. Geht gemeinsam auf die Straße. Sagt es jedem, dass ein neues Volk, ein neues Deutschland, und zwar das Deutschland, das für seine Bürger da ist, ein Deutschland, das den Kriegsflüchtlingen hilft, aber ein Deutschland, das im sozialen Schmarotzertum nichts mehr zu vergeben hat, meine Freunde. Und ich glaube, ich muss jetzt aufhören. Eins sei gewiss. Ich werde auch weiterhin nochmal 25.000 Kilometer für euch fahren. Geht am Sonntag wählen, wählt Tatjana und setzt ein Zeichen für die anderen. Das muss von der Stadt in das Land und von dem Land in die Bundesrepublik und von der Bundesrepublik in Europa. Und so ist der Weg. Vielen Dank, Horst. Ich möchte das auch mal so aus dem Stegreif können wie er. Ich begrüße unseren nächsten Redner, einen Unternehmer aus Radeberg, der Holger. Und begrüße mit einem herzlichen Applaus den Holger. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Bin ich auch nicht zu hören? Ja, gut. Ich muss näher ran. Gut. Ich habe an der Hüttischen Bauhaus-Universität in Weimar studiert, bin selbstständig verheiratet, arbeite überwiegend in Dresden. Okay, gut. Ich bin Vater von drei Kindern und meine Tochter hat vor 2 Jahren in Brücken in Sambowa mitgetanzt. Ja, meine Tochter war einige Jahre die Leiterin einer evangelischen Jugendgemeinde in der Nähe. Kannst du so gehen? Ja, gut. Gut, ich hab's verstanden. Menschen wie wir machen Dresden aus und nicht die Antifa. Ohne uns gibt es da drüben keine Semperoper. Ich habe es satt, dass uns eine heile Welt vorgegaukelt wird. Zu einer dieser Lügen ein paar Fakten. Deutschland ist reich.
Könnt ihr diesen Spruch noch hören? Also ich nicht mehr. Die Schuldenuhr am Alex zeigt über 2 Billionen Euro Schulden. Das zeigt mein Taschenrechner gar nicht mehr an. Das ist aber auch nur ein Teil der Wahrheit. Dazu kommen nämlich noch die Schulden der Länder in neunstelliger Höhe. Die Schulden der Städte und Gemeinden. Lässt man letzterer mal unberücksichtigt. Man steht jeder Sachse, sobald er geboren ist, mit insgesamt 28.000 Euro in der Kreide. Ein Saarländer sogar mit 32.000. Daran haben sich auch alle schon gewöhnt. In welcher Höhe bürgen wir denn für welche Länder? An dieser Stelle habe ich aufgehört zu recherchieren. Das reichte mir auch. Ja, okay. Unseren Reichtum, den sieht man auch an den Unternehmenszahlen. Das könnt ihr alles beim Bundesamt für Statistik nachlesen. Beim Klein- und Mittelstand macht 3,5 Millionen Betriebe aus. Knapp 3 von 4 Arbeitnehmern sind dort beschäftigt. In den letzten 8 Jahren sind 1,89 Millionen Firmen, also 40% des gesamten Klein- und Mittelstandes, einmal pleite gegangen. Da hängen ja immer Familien dran und diese Menschen haben dann einen Großteil ihres Lebens umsonst gearbeitet. Das ist Sklaventum auf hohem Niveau. In Dresden gab es im letzten Jahr mehr Firmenschließungen als Neugründungen. Da weiß ich nicht, wie ein Herr Hilbert bei 600.000 Einwohnern eine Vollbeschäftigung versprechen kann. Wahrscheinlich hat er Zauberbund in der Hosentasche. Wir wissen, dass aus den nur 4 Millionen Arbeitsarmutsrentnern demnächst sagenhafte 12 Millionen werden. In unserem Land ist das Schuldenmachen normal, der Staat macht's vor und jeder Privathaushalt weiß, dass das schief gehen muss. Die verkaufen uns einen Schuldenberg als Reichtum und wollen damit die millionenfache Asylflut in Milliardenhöhe bezahlen. Dass wir traumatisierte Kriegsopfer und wirkliche Flüchtlinge mit vollem Herzen und offenen Armen aufnehmen, das versteht sich von selbst. Das ist christlich und das ist unsere humane Leitkultur. Und das stand noch nie außer Frage. Wusstet ihr übrigens, dass Au-pair- und Austauschschüler in Camps zwischen 2 und 4 Wochen auf den deutschen Kulturschock vorbereitet werden? Beim politischen Forum in Dresden fragte ich die Frau Köpping, wie man das mit 400.000 Asylanten macht. Die Antwort war super. Bei den Asylsuchenden wird in den Unterkünften ein Fernseher aufgestellt. Das war's. Den Rest klärt wahrscheinlich die Polizei. Das war's. Den Rest klärt wahrscheinlich die Polizei. Die kommen also direkt aus dem Busch übers Mittelmeer zu den 200 Freikarten unserer Dresdner Musikfestspiele. In Syrien hört man ja wahrscheinlich auch klassische Musik. So sieht gelebte Migration und Integration in Wahrheit aus. Und dann wird unser Land auch noch durch die Asyl- und Flüchtlingspolitik erpresst. Nichts anderes sind weggeworfene Ausweise, illegale Einreisen, entzogene Staatsangehörigkeiten, wie in Tunesien der Fall, und gezielt gelenkte Einwanderungsströme. Unsere Innen- und Außenpolitik gerät dank Pegida immer mehr auf den Prüfstand. Anlässe dazu gibt es in nahezu allen Bereichen. Wir brauchen einen neuen Weg des Bündnisses mit anderen Völkern, der jedem Volk seine eigene Kultur und seinen eigenen Glauben bewahrt. Jawohl!
Es muss zwischen den Völkern ein Weg des Friedens und der von unten kommenden Freundschaft gefunden werden. Wir Pegida-Teilnehmer können hier das Salz im Sauerteig sein. Wir gehen hier auf die Straße, weil wir unter den Fehlentwicklungen leiden. Wir wollen nachhaltige Sicherheit für uns und unsere Kinder und einfach nur in Ruhe unserer Arbeit nachgehen und auch danach noch davon leben können. Das gelingt immer weniger Menschen und die Schlangen vor den Tafeln werden größer. Ich weiß das. Ich stand auch dort. Und die wenigsten Menschen reden dort über ihr Schicksal. Wir stehen hier zwangsläufig vor der Wahl, ob und wo reden dort über ihr Schicksal. Wir stehen hier zwangsläufig vor der Wahl, ob und wo man sich engagieren soll. Eine Partei, eine Bewegung, eine von den Etablierten, darf es mal was Kleineres sein wie eine Oberbürgermeisterwahl? Wie weit engagiere ich mich mit Geld und Freizeit? Stemme ich mich als friedfertiger Mensch hassgeladenen und gewaltbereiten Menschen entgegen? Wem kann ich noch glauben? Wie viel Platz räume ich derartigen Dingen in meinem privaten Leben ein, ohne es zu gefährden? Unsere Politiker fordern kommunale Mitwirkung und aktive Übernahme sozialer Verantwortung. Damit bin ich in diesem Land groß geworden. Klar, machen wir jetzt gerne in Dresden. Diese unsinnigen Mengen von nichtssagenden und konzeptlosen Plakaten ohne konkrete Ansagen erwecken bei mir den Eindruck, dass man uns für dumm hält. Da ist zum Beispiel einer, der hat erst 7000 Wohnungen abgeschafft, und wird jetzt damit 5000 neue zu schaffen. Ich erteile ihm in Mathe eine 6 Sätze. Da nehmen in gesteuerten Aktionen zerebral Insuffiziente die Plakate des politischen Gegners über Nacht ab und hängen ihre eigenen Stangen, Plakate auf. Und da erteile ich noch und für mangelnde Demokratie einem ehemaligen Mitglied der SED eine 6 Sätze. Ja. Es ist noch nicht lange her, dass sich Rentner wegen des Weltkulturerbetitels an Bäume gekettet haben. Geht der verloren, so war die Befürchtung, werden die Elbauen weiter zugebaut. Ich dichte solche Häuser beruflich ab, ich weiß das, still und heimlich wird immer weiter in Richtung Elbe gebaut. Ehrlichkeit zur Stadtverführung, 6 Sätze. In vielen Stadtteilen bringt radioaktives Gas aus dem Boden. Es verursacht Lungenkrebs und endete auch nicht weit von hier schon tödlich. Und das, obwohl in Dresden seit vielen Jahren die Spezialisten aus Europa zusammenkommen und die Schutzmaßnahmen besprechen. Wurde von seitens der Stadt reagiert, wurden entsprechende flächendeckende Untersuchungen an Schulen, Kindergärten etc. durchgeführt, wurde eine Bevölkerung darüber aufgeklärt. Nein! Ja, Humanität? Nö. 6 Sätze. Dass Dresden eine der gefährlichsten Städte für Radfahrer ist, das scheint niemanden von Rot, Rot, Grün und Schwarz zu interessieren. 6 Sätze. Wie schaut es mit der Unterstützung der Dresdner Chöre aus? Wie ernst nimmt man die Sorgen von Behinderten und Kleinrentnern? Und gibt es angesichts der fehlenden Wohnungen, 5000 sollen gebaut werden, eine Sicherheit für die nächsten Jahrzehnte für unsere Kleingartenanlagen, jetzt wo in Kürze das Kleingartenbestandsgesetz wegfällt? Lohnt es sich, dort noch was zu pflanzen? Ich befürchte, dass das niemanden wirklich interessiert, weil sich die Rot-Rot-Grünen mit dem Kriminalisieren von Patrioten beschäftigen, die Deutschland erhalten wollen, weil sie...
weil sie lieber bundesweit Blutmenschen für Konzertveranstaltungen herankarren und dafür 100.000 Euro verplappern. 6 Sätzen. Erst mit Tatjana ist für mich persönlich eine OB-Kandidatin aufgetaucht, da ich am meisten zutraue, dass sie sich diesen Themen mit aller Kraft widmen wird und nicht an den Menschen vorbei irgendwelchen Unsinn treibt. Zum Abschluss noch ein paar Worte an unsere Staatsführung und die vierte Macht im Staate, an die Medien. Wenn ich mich in der Welt umschaue, so gibt es nur wenige Länder, in denen ich leben möchte. Unser Land ist super und was hier aufgebaut wurde, ist es auch. Es ist das Beste, aber leider auch das einzige Land, das wir haben. Doch in Bremen sind mehr als 50% nicht zur Wahl gegangen. Ich würde eine solche Wahl nicht feiern, sondern für ungültig erklären und darüber. Ich würde mir ernsthafte Sorgen darüber machen, was hier gerade schiefläuft. Gut, Sie brauchen ja hier bloß zuhören, dann wissen Sie es. Unsere Regierung und die Medien verspielen nach meiner Auffassung das Vertrauen ihrer eigenen Basis. Die Medien sind für mich unabträglich geworden. Um Menschen zurückzugewinnen, sollte schnellstens umgedacht werden. Ach ja, und ich bin kein Nazi. Ich kenne nicht mal einen. Ich bin neutral und engagiere mich für das, was richtig ist und nicht für eine Farbe. Ich bin Gegner jeglicher Gewalt. Auf meinem Balkon stehen keine Rauschgiftpflanzen. Kasper Radeberger, genau. Ich habe sogar meine Frau noch umgebracht. Ich handle nicht mit Waffen und ich vergesse auch nicht meine nächsten Nachbarn, wenn wir Hilfe brauchen. Ich verleumde niemanden. Ich befürworte auch nicht die Abschaffung des Inzestparagrafen, wie es die Grünen gerade machen. Unglaublich. Ich möchte mit niemandem Krieg führen und die Freiheit Deutschlands auch nicht am Hindukusch verteidigen. Hast du Messer in der Tasche? Nein, noch nicht. Und ich versuche, Werte vorzuleben, statt sie nur im Munde zu führen. Ich frage mich abschließend, warum ich, meine Familie, unser ganzes Land und wir hier umerzogen werden müssen. Und ich möchte zukünftig etwas weniger bereichert werden. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Verlängerung dieser Bereicherung, die man für mich vorgesehen hat. Und freue mich, dass Pegida 3 Wochen weitermacht. Drücke Tatjana die Daumen. Ich werde alles damit tun, was ich kann. Und Dresden zeigt, wie es geht. Danke euch. Danke, Holger. Das mit dem Mikro muss er noch ein bisschen üben, aber wenn man das erste Mal macht, ist das etwas schwer, kann ich nachvollziehen. Freunde, wie gesagt, wir haben ja heute ein Problem. Wir können heute leider nicht spazieren gehen, weil die ganz Schlauen, ganz groß, ganz oben heute in Moritzburg zusammensitzen, über unsere Zukunft entscheiden. Also man muss trotzdem fairerweise sagen, es war ein Deal. Normalerweise hätten wir überhaupt nie die Veranstaltung machen dürfen. Wir sind aufeinander zugegangen, weil das ist das, wofür Pegida auch steht. Für miteinander reden. Und wir haben mit den
Wir haben mit den Einsatzkräften gesprochen, mit dem Einsatzleiter, haben entschieden, okay, damit wir überhaupt was machen dürfen, machen wir heute eine Standkundgebung. War auch ganz gut, weil jeder ja einige Inhalte und längere Reden zu transportieren hat. Die Tatjana braucht ein paar Minuten länger. Deswegen war das wichtig. Wir können froh sein, dass so eine Hand wäscht die andere, sagt man so schön bei uns. Wir haben jetzt die Hand gereicht, denen, dafür reicht die uns wieder die Hand und werden auch in Zukunft mit Sicherheit ohne Helm dastehen, uns anlächeln und unsere Veranstaltung begleiten. Dafür nochmal Danke an die Behörden. Gibt also wirklich keinen Grund irgendwie zu tun in der Richtung. Die machen wirklich nur ihren Job und das passt auch. Die sollen dort draußen aufpassen, dass denen dort nicht passiert. In ihrer Zeit kommt noch früh genug, dass wir davon jagen. Und zwar mit Hilfe der Polizei, da bin ich mir relativ sicher sogar. Ja, mir bleibt eigentlich für heute nichts weiter übrig, als euch alle wirklich aufzufordern. Informiert eure Freunde, Bekannten, mobilisiert, was ihr könnt und vor allen Dingen, die Nichtwähler, das ist die Stärkste, das muss man sich mal überlegen, in einem demokratischen Land, dass hier Wahlen für gültig erklärt werden, wenn mehr als die Hälfte der Bürger überhaupt nicht hingeht. Da stimmt was nicht. Das ist dann aber in Zukunftsmusik, das irgendwann mal zu ändern, dass sowas dann wiederholt wird. Ganz wichtig ist, wir brauchen noch für ein paar Wahllokale Wahlbeobachter, die so ca. 17.30 Uhr dort eintrudeln und bis 20, 21 Uhr dann einfach mal zugucken, über die Schulter gucken. Beim Auszählen, das wird nicht irgendwas, naja, es kann ja aus Versehen mal was verrutschen, soll ja schon passiert sein. Und die dort wirklich mit aufpassen. Meldet euch bitte hier am Fahrzeug. Die Postkarten zum Versenden gibt es jetzt hinterm Fahrzeug und auch vielleicht vorm Fahrzeug. Wir wissen noch nicht genau irgendwie, dass die so lange Anwartezeiten sind. Und damit denke ich, für heute soweit alles gesagt zu haben. Jetzt ist es Zeit, dass wir alle handeln, am Sonntag das Kreuz an der richtigen Stelle machen, den mächtigen Arschtritt verpassen. Und wir sehen uns definitiv am 8. Juni, also nächsten Montag, wieder. Wir werden dann natürlich auswerten, was am Sonntag passiert ist. Werden wir sehen, wer am nächsten tanzt und zuletzt lacht. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne übergeben, heute zum Abschluss wieder an unseren Kai. Und wir singen heute besonders laut unsere Hymne gemeinsam. Und zwar für Tatjana, für Dresden und für unsere Zukunft. Guten Abend, Dresden! Ja! Geht ihr Sonntag alle wählen? Ja! Und wen wählt ihr? Ja! Sehr gut! Also lasst uns gemeinsam singen. Jedes Mal was spannend. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes und der Pfand. Und alle blühen Lanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe im Lanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Danke, Dresden! Vielen Dank, Kai. Wie gesagt, jetzt die Postkarten hinterm Fahrzeug. Wir sehen uns nächste Woche, selbe Stelle, selbe Zeit. Dann heißt es wieder, jeder bringt einen mit und für Sonntag gemeinsam sind wir stark. Kreuzchen für Tatjana. Danke, Dresden. Ich erkläre die Veranstaltung für beendet.